Das vorletzte System und damit auch der vorletzte Ort, an dem wir auf einen Gate-Widerstand treffen werden. Pomal. Fangen wir hier an. Treagir. Treagir ist ein winziger Eiszwerg mit einer dünnen Atmosphäre aus Xenon und Krypton. Hauptsächlich aus gefrorenem Wasser und Ammoniak. Erkunden wir. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Oh, sehr schön. Pomal. Riesiger terrestrischer Planet mit einer sehr dichten Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Natrium. Die hauptsächlich aus Natriumdioxid und Nickelvorkommen bestehende Oberfläche ist sengend heiß. Es gibt wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es auf Pomal früher große, flache Meere gegeben hat. Okay. Heute aber nicht mehr. Kaspin. Hier können wir sogar landen. Das heißt, das sehen wir uns später durch. Hier haben wir Meta. Eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Krypton. Oberfläche besteht hauptsächlich aus Natriumoxid und Vorkommen von Kupfer. Okay. Matriarchenschriften gefunden. Beim Scannen von Mata haben sie die Überreste eines zerstörten Asari-Frachters gefunden. Bei weiteren Scans entdeckten sie auch eine Leiche, die an Bord gebracht wurde. Dr. Shockwars hat die Leiche untersucht, konnte aber die Herkunft der Asari nicht bestimmen. Ah, nehme ich mit. Was haben wir hier? Tess Hacker oder so ähnlich. Normaler Wasserstoff-Helium-Gasgigant. In der Vergangenheit wurde der Planet häufig als Antrieb-Entladepunkt von Piraten benutzt, die aus den Terminus-Systemen heraus die menschlichen Siedlungen heimgesucht haben. Im Jahr 2178 hat die Allianz ein Netzwerk geheimer Sensoren auf den Monden installiert. Die Aufzeichnungen der ULG-Abflugvektoren der Piraten über einen Zeitraum von 6 Monaten führten die Allianz auf die Spur 8 größerer Piratenstützpunkte. Und seitdem wurden ja keine Schiffe mehr gesichtet. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, landen wir auf Kaspin. Kaspin ist eine klassische terrestrische Vorläufer-Gartenwelt mit den gleichen Umweltbedingungen wie auf der Erde vor einigen Millionen Jahren. Die feucht-heiße Atmosphäre besteht maßgeblich aus Stickstoff und Kohlenstoffdioxid. Auf der Oberfläche bilden sich zunehmend Lebensformen wie einfache Flechten und Algen aus. Okay. Aufgrund seiner potenziellen Eignung als Lebensraum für bewusstseinsfähige Völker wurde Kaspin vom Zitadellrat als galaktisches Schutzgebiet eingestuft. Zurzeit driftet der Planet durch den Trümmerschweif eines sehr alten Kosmeten. Na gut. Ob auch hier wirklich ein Gate-Hinterhalt zu finden ist oder generell ein Gate-Lager, ich vermute mal ja. Aber okay, wir nehmen wieder Kaidan mit und Tali, damit wir die ganze Tech- und Biotik-Möglichkeit haben. Und wir haben hier jetzt einen Planeten mit Pflanzen, richtig? Hohe Erwartungen. Naja, sagen wir mal Flechten. Flechten trifft es ganz gut. Oh, Mann. Okay, hier fehlen mir die Bäume, aber ansonsten sieht es ganz schick aus. So, Karte. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Anomalie, Trümmer, Anomalie-Signal, geht Außenposten. Na super. Fahren wir mal links rum nach rechts. Der Gate-Außenposten ist dann vermutlich wieder ein ähnlicher Kampf wie der auf dem letzten Planeten und damit wieder etwas sehr, sehr intensives. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, dass hier irgendwo wieder ein Wurm aus dem Boden platzt, müsst ihr wissen. Denn dann heißt es wieder, ja, an die Raketen oder so ähnlich. Ich glaube, man schießt da gerade auf uns, aber ich ignoriere das einfach mal ganz cool. Also entweder man schießt auf uns oder hier kommen Metroiden vom Himmel.
Bitte nicht runterfallen, wir sind gerade gut dabei. Ja, hier kommt tatsächlich... Ach, das sind diese Kosmeten, glaube ich. Wir fliegen ja durch die Trümmer eines Kosmeten. Also Kosmetentrümmer sozusagen. Ein Sender. Okay. ID-Tag gefunden. Unter dem Sender befand sich das ID-Tag von Captain Sane. Sie konnten keinen Hinweis darauf finden, warum und von wem es hier in der Erde versteckt wurde. Okay. Aber wir haben sein Tag gefunden. So, dann haben wir hier Trümmer. Die markieren wir auch mal. Also mit den Markierungen können wir uns relativ gut orientieren. Das finde ich eigentlich die beste Möglichkeit. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Hier frei rumfahren wäre vielleicht etwas... Ja, spannender, aber... Ach du Schande. Ach du Schande. Aber ganz ehrlich, dann wird das Ganze, glaube ich, unendlich lang dauern. Ich frage mich sowieso momentan, wie wir da hochkommen sollen. Uah. Die Oberflächen der Planeten sind wirklich merkwürdig gemacht. Natürlich gut, klar, die Planeten sind natürlich frisch entstanden, Erdkrusten überlappen sich und so weiter und so fort. Alles sehr steil, sehr, sehr verklüftet, sehr, sehr klippenartig, aber das ist wirklich heftig hier. Aber sehr beeindruckend, wie viele Planeten es gibt. Ich glaube, ich habe damals ganz stumpf nur die Haupthandlung gespielt. Und solche Planeten hier gar nicht erkundet. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, ich bin nur 2-3 Mal mit dem Marco gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon Ewigkeiten her. Ach du Schande. Okay, jetzt haben wir vorne rechts einen Schlag auf den Reifen bekommen. Also wie gesagt, das ist Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Das war damals, als ich die Xbox 360 noch relativ neu hatte. Das ist inzwischen auch schon... ...ein paar Jährchen her. Wir können hier nicht aussteigen. Warum nicht? Jetzt können wir aussteigen. Ja... Abgestürzte Sonde. Was haben wir hier? Rüstungsupgrade, Granatenupgrade, Granatenupgrade. Dankeschön. Okay, und dann haben wir hier, anomales Signal. Da ist auch eine dicke rote Markierung. Sieht mal wieder wie ein Gefecht aus. So. Oh ja, ich sehe schon, ich sehe da den Kampf schon auf uns zukommen. Ja, ich habe ja vorhin kurz angesprochen, Mass Effect Andromeda kommt ja nächstes Jahr raus, also 2017. Bis dahin ist noch viel Zeit und es warten auch noch 2 andere Mass Effect Titel auf uns, also da haben wir noch mehr als genug zu tun. Hallo? Hallo? Na, wir machen das. Seht ihr? Wir müssen uns nur strategisch positionieren. Da sie hier dann wirklich doch die Geschützwinkel sehr, sehr realistisch gemacht haben.
Okay. Stehen unter Beschuss. Boah. Nein! Nein! Mit dem letzten Schuss, wisst ihr. Na gut, wäre auch so schön gewesen. Nein, nicht die Auto... Ah. Dass die automatische Speicherung mal ganz oben ist, ist echt blöd. Ja, Problem ist, dass wir hier eigentlich gar keinen Schaden kassieren dürfen, da wir danach ja noch den Gate-Außenposten machen müssen. Das ist ja alles nur Spielerei, in Anführungszeichen, was wir hier gerade machen. Also sehr... Ich meine, es macht wirklich Spaß. Es ist von der Steuerung her sehr, sehr... Ja, befremdlich schwierig, aber das soll es ja wahrscheinlich auch sein. Ich meine, wäre langweilig, wenn wir jetzt... Ja, was weiß ich denn... Mit zwei Fingern und blind den Kampf gewinnen könnten. Das wäre sehr, sehr langweilig. Also ist schon fordernd gut gemacht. Und ich komme nochmal kurz auf das Thema zu sprechen. Mass Effect Andromeda, wie gesagt, 2017. Habe ich mir eigentlich grob auch als Ziel gesetzt, wenn es denn dann wirklich überhaupt irgendwann mal 2017 im ersten Quartal erscheint. Ich weiß es ja noch gar nicht. Richtiges Gameplay hat man immer noch nicht gesehen. Heute. Bis heute. Daher bin ich dann mal noch ein bisschen vorsichtig, da jetzt zu sagen, ja, fangen wir dann im März an. Ist ja im März noch gar nicht da. Ey, ich war gar nicht mehr da. Ey, wie unfair war das denn? 3 Meter über uns und trotzdem kriegen wir einen Treffer. Man wirklich den eigenen Winkel mit berechnen muss. Ein schwerer Geschützturm steht da immer noch, aber das schaffen wir schon. Aus. Einmal unvorsichtig, wisst ihr? Ein einziges Mal und direkt bram. Das war jetzt aber sehr viel Glück. Ah ja, ist das schön, immer wieder so schnell besiegt zu werden oder so schnell Schaden zu kassieren. Also, der Marco ist sehr, sehr empfindlich.
Okay, die Position gefällt mir. Wir haben es geschafft. Richtig? Wir haben es geschafft. Meine Güte, also das war aber jetzt mal wieder sehr, sehr happig hier. Aber okay, wir haben es geschafft. Boah, da haben wir hier meine Zehen zusammengekniffen vor Anspannung. Da ist irgendwo was. Seltsame Terminals, ja. Und? Hä? Hallo? Belohnung? Belohnung, bitte? Wie, was, alles umsonst? Ohne Belohnung? Ohne irgendwas? Wir können hier nichts machen. Na klasse. Signal war G-Torte. Danke. Dafür habe ich jetzt also nicht mein Leben riskiert. Na super. Ja, wir gehen zurück zur Normandy und landen nochmal neu. Dann haben wir zumindest wieder volles Schild und volle Energie. Und dann können wir gerne nochmal versuchen, beziehungsweise dann werden wir in Richtung des Gate-Außenpostens aufbrechen. Ist ja sehr lustig, dass wir dafür nicht mal eine Belohnung erhalten. Danke, Spiel, sehr, sehr großzügig von dir. So, nochmal landen. Ist ja eigentlich relativ wurscht, da wir eh nur mit dem Fahrzeug unterwegs sind, aber trotzdem nehmen wir mal das Team mit, das wir auf jeden Fall in jedem Bereich gebrauchen können. Naja. So. Repariert ist der Marco trotzdem nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber Schild haben wir wieder. So, wie kommen wir jetzt am besten zum Gate-Außenposten? Der ist irgendwo da ganz hinten, oder? Oh wei, oh wei. Also hier in der Mitte durch. So, und dann Richtung Osten. So. Wichtig ist eigentlich nur, dass man sich nach der Karte orientiert und nicht hier blöd über die Klippen fährt. Meistens, ihr seht es ja selber, gibt es dann doch recht passierbare Passagen in Richtung der verschiedenen Orte, für die wir nicht gerade quer über die Berge reisen müssen. Oh, was haben wir denn da? Irgendein Stein- oder Edelsteinvorkommen oder generell Mineralienvorkommen, da fahren wir gerne hin. So. Ein Gold. Oh. Goldvorkommen, wisst ihr? Da ist nämlich sowas von mit.
So. Okay, Schwermetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein großes Goldvorkommen entdeckt. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Wen denn töten? Erledigen Sie sie. Wen denn? Töten Sie sie alle? Tali, ganz ruhig, ist alles gut. Sacke, die Gate-Bedrohung hier ist scheinbar sehr, sehr weit aufspürbar. So. Aber es gibt dann aber auch sehr, sehr viele Metall- bzw. Mineralienvorkommen. Wenn das mal grob zusammenfasst. So, ich werde jetzt versuchen, von vornherein recht strategisch die Position zu nutzen, um nicht direkt das ganze Feuer auf mich zu richten. Und hier ist schon unser Radar gestört. Na super. Hoffen mal das Beste. Ach du Schande. Okay, wir haben da auch noch Scharfschützen. Das Landungsschiff da, frage ich mich gerade. Ich meine, wir haben hier eine gute Position, um es zu zerschießen. Es scheint da zu bleiben. Ein Geht-Landungsschiff, ey. Ihr habt es ja wirklich nicht mehr alle. Und das ist jetzt Nummer 3 von 4. Wird dann der letzte Planet erst? Es ist nur noch ein Außenposten übrig. Je schneller wir den beseitigen, desto eher ist dieser Cluster wieder sicher. Ja, ja, Kaydan, das sagst du so. Das sind aber auch noch weitere Geht. Dann haben wir es tatsächlich geschafft, auch noch den nächsten Planeten hier in dieser Aufnahme, also jetzt im zweiten Video abzuschließen. Hätte ich nicht gedacht. Fehlt nur noch einer. Naja. Das war jetzt mal sehr gut machbar. Aber gut, wir haben auch ein Landungsschiff zerstört. Das ist doch schon mal was Feines. Und hier haben wir irgendwo noch ein... Mineralien vor. Oh, komm. Boah. Uranvorkommen. Nee, danke. So, Mineral gefunden. Seltenes Element entdeckt. Sie haben ein großes Uranvorkommen entdeckt. Danke, danke. Ich bin hier. Das freut mich, Tali. So, und wisst ihr was? Wir gehen zurück zur Normandie. Meine Güte. Und damit haben wir das 3. von 4 Sternen, Sonnensystem, wie auch immer, geschafft. Und den 3. von 4 geht Außenposten zerstört. Ja, was soll man dazu sagen? Geht ja dann doch schneller, als man denkt. Damit fehlt noch einer und den werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall auch schaffen. Meine Güte.
So. Das heißt einmal heraus, heraus und auf zum letzten System, Wamashi. Oder Wamshi. Wamshi war richtig. Seltsame Namen, aber wer weiß, welche galaktische Rasse diese Planeten entdeckt hat. Das ist ja sehr klein hier. Was ist das denn? Pregel. Riesige terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Chlor und Ethan. Oberfläche besteht aus Schwefel mit Vorkommen an Aluminium. Oh, turianische Insignien gefunden. Beim Scannen und so weiter, Überwachungsbarken im Orbit des Planeten gefunden. Techniker Adams konnte einige hochauflösende Bilder dieser Barken, die offenbar seit langem nicht mehr gewartet wurden, absichern. Jede Barke war mit den Insignien der Baetica-Kolonie gekennzeichnet. Okay. Sehr schön. Dann haben wir hier noch Mai. Hier können wir landen. Das machen wir wieder später. Oh, Lavaplanet oder was? Almos. Almos ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant mit Spuren von Natrium, die Atmosphäre verdunkeln. Na gut, bringt es gar nicht weiter. Gut, dann haben wir hier Magie oder Magie. Magie umkreist die riesige Wamshi-Binärsterne. Wamshi A ist ein blauer Stern der Spektralklasse A4111, der etwa halb so heiß ist wie die Sonne. Wamshi B ist ein alternder roter Riese der Klasse M5III oder so ähnlich, der 220 mal größer als die Sonne ist. Magie hat eine dünne Atmosphäre aus Methan und Kohlenstoffmonoxid. Der Temperaturunterschied zwischen der Sonnenab- und der sonnenzugewendeten Seite sorgt für konstante Stürme. Einige verrohte Bewohner des Terminus-Systems machen sich bisweilen einen grausamen Spaß daraus, auf Magie Paare von Sklaven, Geiseln, unbeliebten Crewmitgliedern oder, aus Langeweile, Tieren auf der Planetenoberfläche auszusetzen. Diese armen Gestalten müssen dann ihre Leidensgenossen umbringen, bevor sie vor der tödlichen Strahlung der der Gigantensterne gerettet werden. Was? Also setzt man ein Pärchen hier ab, bis einer den anderen umgebracht hat und den Überlebenden rettet man dann. Oh Mann, oh Mann. Na gut, ich würde sagen, wir landen hier, aber die große Erkundung gibt es natürlich erst beim nächsten Mal. Ich hoffe mal sehr stark, dass der Marco wieder repariert ist, oder? Es wäre sehr gemein, wenn wir jetzt wieder ein zerstörtes Fahrzeug hätten. Oh Mann, der letzte Planet, der letzte geht Außenposten. Und der Planet sieht wahrlich rot aus. Ich sehe rot. Oh Gott. Und direkt über uns eine glühende Sonne. Na gut, ein bisschen Marsartig, würde ich fast sagen. Inhalt wird gespeichert, bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Keine Sorge. So. Anomalie geht Außenposten, Trümmer. Ja, ich würde sagen, die Anomalie schauen wir uns noch schnell an, aber dann war es das wirklich für heute. So. Also ihr müsst euch nicht täuschen lassen, es sieht vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es so spannend zum Zuschauen ist, aber ich finde es wirklich spannend. Es macht Spaß, das Fahrzeug zu fahren. Die Kämpfe sind überraschend herausfordernd, vor allen Dingen da das Fahrzeug dann doch teilweise sehr schwierig zu steuern. Also ich sagte es ja bereits, aber es muss ja auch so sein. Aber es ist wirklich alles andere als langweilig. Ich meine, ich nehme jetzt wieder eine gute Stunde auf und das, ich könnte auch noch eine Stunde aufnehmen, so ist es nicht. Aber man hat ja auch andere Pflichten. Los geht's! So. Thorium-Vorkommen. Thorium, gibt's das wirklich? Ich weiß es gar nicht. Thorium-Vorkommen. Nehmen wir mit. Bup, 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 bup. Perfekt. Seltenes Element entdeckt. Thorium-Vorkommen. Sehr schön. Also wenn wir wirklich jedes Mal 600 Credits bekommen, dann müssten wir inzwischen verdammt reich sein, oder? 17.000. Ja, sag ich ja. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt so gedacht ist, dass wir jetzt direkt am Anfang so viele Nebenaufgaben machen, aber Fakt ist nun mal einfach, dass wir dadurch sehr viel Geld bekommen. Ihr seht es ja selber. Und das macht dann natürlich die anderen Aufträge auch dementsprechend einfacher. Zaren erobert währenddessen die ganze Galaxie, belebt die stärksten gegnerischen Roboter wieder, die es gibt. Aber wir haben immerhin Credits, das ist das Wichtigste. Ey, Spaß beiseite. Wir werden, sobald wir hier das alles abgeschlossen haben, auf jeden Fall zumindest mal einen der Hauptplaneten ansteuern. Also auf lange Sicht. Ich möchte auch natürlich so viel zeigen, wie irgendwie möglich. Das habe ich auch schon mal gesagt. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt auch nicht... Ah da, uralte Trümmer. Ich möchte nicht jetzt nur Nebenaktivitäten zeigen. Das wäre, glaube ich, echt zu viel des Guten.
Also, ich werde versuchen, irgendwie ein Gleichgewicht zu finden. Und wieder insignieren. Nehmen wir auch mit. Ich weiß, wir hatten noch zwei Stufenaufstiege, die werden wir auch noch verteilen, aber das machen wir dann später. Beim nächsten Mal wahrscheinlich. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Seltsamer Schädel, ist das vielleicht ein Easter Egg? Ich habe keine Ahnung. Dieser massive Schädel trägt deutliche Anzeichen von Beschuss durch Massenbeschleunigungswaffen. Über die Xenobiologie-Dateien in ihrem Kampfanzug-Computer kann diese Spezies nicht identifiziert werden. Sie muss von einer unbekannten Welt hierher gebracht worden sein. Was? Es ist... keine Ahnung. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, das soll es dann jetzt gewesen sein. Den restlichen Planeten und den letzten Geht-Außenposten sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Erstmal haben wir hier noch Trümmer. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's hier mit Mass Effect. Und vor allen Dingen mit den zwei Außenposten. Wie gesagt, den dritten gibt es dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht Spaß und ich bin echt gespannt, was auf uns wartet. Und wie gesagt, dann kommt auch bald wieder die Haupthandlung. Keine Sorge. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Mass Effect. Ciao, Leute.